auch wenn es aktuell keinen Motorsport gibt, weil aufgrund der aktuellen Situation ja keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Es ist ja alles abgesagt. Alle Trackdays sind abgesagt, alles was Motorsport ist, ist abgesagt. 24-Stunden-Rennen ist auf September verschoben. Mal sehen, ob das bei September bleibt oder ob sie es ganz absagen. Wird auf jeden Fall alles noch spannend. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich über den Winter, wie ihr in dem ein oder anderen Video schon gesehen habt, wieder ein paar Track-Tools, Rennautos zusammengedübelt, zusammengebaut. Unseren Turbo-Timmy, den kennt ihr ja schon. Den roten E36, das Video kam übrigens sehr gut an. Also nochmal danke an alle, die sich es reingezogen haben. Wir können euch auch oben nochmal einblenden, den Link zu dem E36 M3-Video. Und dann haben wir noch einen E87 gemacht, einen 1er, 130i. Der ist schon nicht länger bei uns im Aufbau, der ist schon länger bei uns in der Betreuung, so muss man sagen. Also der hatte schon Pole Position drin und ein Competition-Fahrwerk und war damit auf der Nordschleife schon echt sauschnell unterwegs. Der ist mit dem Ding schon unter 8 Minuten gefahren von Brücke zu Brücke, was für ein 130i, wo nur ein Fahrwerk drin war und zwei Pole Position, echt sackschnell ist. Ja. Und er hat jetzt diesen Winter quasi das große Paket bekommen. Wir zeigen das mal. Hier steht er im schmucken Schwarz. Ein Fünftürer. 130i, den gab es nur als Fünftürer, den 130i. Der ist karosseriemäßig jetzt vom Zustand her, wie soll ich sagen, also eine gute Aufbereitung würde mal nicht schaden. Also wir sind jetzt gerade just mit dem Auto fertig geworden. Ich habe den vorher nur einmal kurz gewaschen, abgewaschen, dass der Staub runtergeht. Und der müsste jetzt eigentlich noch poliert werden und halt, ja, hergerichtet werden. So, hinten hat er schwarze Scheiben drin, dass man den Käfig nicht sieht vielleicht, was weiß ich. Nee, komm mit nach hinten. Also, wenn man ihn so sieht, ja, wenn der einfach nur so da steht, könnte das einfach ein ganz normaler Einkaufswagen von Mutti sein. Okay, er ist ein bisschen tief, ja, er hat ein bisschen Sturz, aber klar, mit dunklen Scheiben fällt ja auf den ersten Blick gar nicht auf, dass der innen komplett verrohrt ist, sozusagen, ja. Ja, was haben wir gemacht? Es ist, wie man sieht, innen alles rausgeflogen. Dann ist der weggegangen zum Zellenbauer. Die haben diese wunderbare, schöne Zelle da reingeschweißt mit Zertifikat und allem drum und dran. Und dann haben wir noch hier so ein paar Gewichtsersparnismaßnahmen gemacht, wie den Kabelbaum runtergestrippt, alles rausgeschmissen, was man nicht braucht. Das Auto hatte eh schon fast keine Ausstattung. Also der Kunde hat beim Kauf schon darauf geachtet, einen zu finden mit möglichst wenig Ausstattung. Dann, da hinten ist der Leitblock drin, eine LB20XXMS. Es ist die Motorsport-Variante. Die Motorsport-Variante hat hier oben, da musst du es jetzt zeigen, Tobi, das nützt jetzt nichts. Die hat hier oben halt noch diesen Anschluss drauf, zusätzlich diesen hier. Und da ist eben ein Kill-Off-Switch, ein FIA-Kill-Off-Switch untergebracht. Das heißt, ihr könnt die nicht nur über die App trennen, wie schon bekannt, sondern ihr habt zusätzlich die Möglichkeit, zwei Trennschalter zu verbauen im Fahrzeug, einen im Innenraum, einen im Außenraum. Im Außenraum. Außen am Fahrzeug. Einen im Innenraum, einen außen. Damit man eben, wenn man den auslöst, den Strom vom Fahrzeug trennen kann. Motor geht aus. Das braucht man im Motorsport, das ist Vorschrift. So, dann haben wir hier hinten diese hässliche Plastikwanne rausgeschmissen, haben eine Carbonplatte reingemacht. Spart halt auch nochmal deutlich Gewicht. Dann hat er noch so ein paar Verschönerungsmaßnahmen gekriegt. Untenrum die ganzen Bleche waren nicht mehr in schönem Zustand, die haben wir alle neu gemacht. Dann zeigen wir mal das Rad. Wir haben es schon öfter gezeigt, aber bei vielen Autos verbauen wir jetzt aktuell, wenn die Rennstrecke fahren, die ProTrack-Felge, die ProTrack One. Warum? Die ist vom Gewicht her sehr interessant. Also die hat ein relativ geringes Gewicht. Super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das hier ist eine 9x17 ET30. Die kostet, nagelt es mich nicht fest, ich weiß es nicht auswendig, ich glaube um die, also keine 300 Euro das Stück, 250 oder sowas. Anthrazit Grau oder Schwarz gibt es die. Kann ich eigentlich auf jedes Auto drauf fahren. Die haben Festigkeit auf jeden Fall, reichen vom Gewicht her locker für einen BMW und ihr könnt halt da so Sachen machen, wie jetzt hier zum Beispiel zu 35, 40, 17 Nankang AR1 drauf fahren oder ein 240er Slick oder was. Das geht halt mit der 9x17 alles wunderbar. Und die 9x17 ProTrack kann ich ja hier in dem Fall jetzt auf dem 1er fahren. Dann haben wir mal ein Z4 gemacht mit der, auf dem E36 M3 kann ich die fahren. Auf dem F30 haben wir die drauf, ihr könnt natürlich logischerweise auch auf dem F20 fahren. Also die hat ein relativ großes Anwendungsspektrum bei BMW. Und deshalb machen wir die ProTrack eigentlich sehr gerne auf die Autos drauf. So, wenn man da durchschaut, sieht man, dass die Bremse nicht ganz der Serie entspricht. Es ist zwar eine BMW-Bremse, aber die ist nicht aus dem E87, sondern wir haben hier eine F20 M-Sport-Bremse eingebaut.
Wenn ihr unsere Videos verfolgt und auch das mit dem Turbo-Timmy verfolgt habt, müsstet ihr mittlerweile wissen, was der Unterschied zwischen Serienbremse beim F20 ist, M-Sport und M-Performance. Das hier ist M-Sport, 340 mm, 4 Kolben, bestückt mit Endless-Belägen, hinten haben wir auch ein Endless drauf. Dieses System passt Plug-and-Play auf euren E87, E90 drauf, also wirklich Plug-and-Play. Ihr könnt die Scheibe nehmen vom F21, ihr könnt den Sattel nehmen vom F21, draufschreiben, glücklich sein. Habt halt den Vorteil gegenüber dem Schwimmsattel, dass bei einem Vierkolbensattel oder bei einem Mehrkolbensattel werden die Beläge immer gleichmäßig von beiden Seiten angedrückt. Beim Schwimmsattel funktioniert es ja so, ihr habt einen Kolben auf der Innenseite, der Kolben drückt den inneren Belag an die Scheibe und zieht quasi den äußeren Belag über seinen Weg an die Scheibe ran. Das heißt, ihr habt bei einem Schwimmsattel immer eine gewisse Verzögerung drin. Das heißt, der innere Belag liegt immer zuerst an und dann zieht es erst den äußeren Belag hin. Was auch beim Schwimmsattel häufig vorkommt, weil halt ein Kolben nur in der Mitte drückt, kann es passieren, dass der Belag leicht kippt oder dass der Belag, hat es bestimmt auch schon mal gehabt, außen in der Führung, wenn die nicht ganz sauber ist und sich Bremsstaub und Dreck und so weiter ansammelt, was ja ganz normal ist, dass der sich ein bisschen verkantet, dann läuft der schief ab. Und das habt ihr halt bei einem Festsattel nicht. Der drückt immer gleichmäßig von beiden Seiten den Belag da dran. Und deshalb, vielleicht bremst das Auto nicht deutlich besser dadurch, aber auf jeden Fall, ihr habt mehr Spaß beim Bremsen, die Beläge halten länger, die Bremse ist einfach deutlich besser zu dosieren und klar, mit 340 mm und dem größeren Belag, der größeren Reibfläche, habt ihr natürlich auch eine bessere Verzögerung bei eurem 1er, jetzt in dem Fall bei dem E87. Ja. Also das jetzt zur Vorderachse. Dann sieht man, wir fahren relativ viel Sturz, weil wir haben ein Competition-Fahrwerk drin, KW Competition zweifach ist jetzt in dem Fall da drin. Das ist jetzt 2 Jahre drin, war jetzt bei der Revision über den Winter und ist jetzt wieder reingekommen. Das Fahrwerk war ursprünglich mal gedacht für ein V4-Projekt, was wir vor 3 Jahren oder sowas mal anfangen wollten, was wir aber dann, ich weiß den Grund gar nicht mehr, warum haben wir das V4-Projekt eingestampft? Zum einen ist uns der Kunde abgesprungen, der das Auto haben wollte, und zum anderen habe ich dann gesagt, nee, wir bauen kein V4, wenn wir was machen, machen wir VT2, weil das wird die Zukunft. Das war vor 3 Jahren schon. Und jetzt haben wir ja den Timmy. Und deshalb ist das dann hier reingekommen, das Zweifach Competition. Ja, ein wirklich gutes Fahrwerk. Dann, wenn wir schon beim Fahrwerk sind und bei der Bremse hinten, umgebaut auf eine etwas kürzere Übersetzung mit einer Sperre von Drexler. Die Sperren für uns bestückt und konfiguriert immer der Flo von Limited Slip. Hat er bei dem Auto damals auch gemacht. Da ist jetzt nur Öl gewechselt worden, ansonsten halt Motoröl, Getriebeölwechsel. So, das so dazu. Dann verfügt auch dieses Fahrzeug über ein äußerst geniales Feature. Das müssen wir uns von der anderen Seite anschauen. Also im Vergleich zu vielen modernen Autos hat dieses Fahrzeug ein Ausstattungshighlight, was es in Zukunft sehr selten geben wird. Und zwar musst du hier unten reinfilmen, das ganz links das Pedal. Das linke Pedal. Das hat eine Kupplung. Je jünger ihr seid, desto weniger werdet ihr das kennen. Aber ein Kupplungspedal brauche ich, um geil Gänge zu wechseln. Und um geil Gänge zu wechseln, braucht man unbedingt noch was. Das ist dieses lange Ding in der Mitte. Das ist ein CAE-Shifter. Das ist der einzigst wahre Shortshifter, den ihr kaufen könnt. Es wird schon wieder windig, gell? Mhm. Es gibt einen Haufen Nachbauten und so Bullshit. Ich sag's euch ganz ehrlich, wir haben alles schon da gehabt. Von Engländern, von Chinesen, von ach, was weiß ich woher. Ey, tut euch den Gefallen und kauft einen CAE-Shifter. Kauft euch einfach einen CAE-Shifter. Ihr kauft das Ding einmal und es wird immer funktionieren. Wenn ihr euch diesen China-Schrott kauft, ihr fummelt den da ewig rein oder noch schlimmer, ihr geht zu einer Werkstatt und lasst es einbauen. Die armen Mechaniker. Die tun mir jetzt schon leid. Eine Riesengefummel, die Scheiße da reinzubringen, dann funktioniert es nicht gescheit und spätestens nach dem dritten Trackday verflucht ihr das Teil. Wenn ihr euch einen CAE-Shifter kauft, der wird eingebaut, dauert auch ein bisschen, dann ist der da drin und dann fahrt ihr da euer Leben lang. Da rostet das ganze Auto weg, alles fällt auseinander, aber der Shifter bleibt. So, also geil, 3 Pedals, Kupplung, Ding. Apropos 3 Pedals, ihr denkt dran, ihr könnt im Shop wieder die Kappen vorbestellen, weil die Nachfrage relativ groß war bei unserer Instagram-Umfrage. Alle wollten die Kappen wieder haben, also im Online-Shop. In der Videobeschreibung ist der Link dazu, könnt ihr die Kappen wieder vorbestellen in vielen bunten Farben. Hier sieht man noch ein bisschen was von der Zelle. Ist halt wie gesagt verschweißt, geht von vorne nach hinten komplett durch. Pole Position, Schrotgurt, 6-Punkt mit der Schritterweiterung. Das Auto hat keine Klimaanlage mehr, das Auto hat kein Gebläse mehr, also kein normales Gebläse. Wir haben da so ein Motorsportgebläse reingemacht, haben aber die Schläuche, wie soll ich jetzt sagen,
Die ein oder andere wird mein Kumpel Luke kennen. Luke hat in seinem M3 GT4-Mega-Flugzeug auch so ein Gebläse drin. Wir können dann kurz die Onboard von ihm mal einblenden. Und der hat so einen fetten Schnorchel in der Mitte raus, den er sich halt dann ins Gesicht fummeln kann. Ja? Aber der hat einen Carbonarmatur drin. Wir haben die Schläuche hinter die Originalgitter reingelegt. Das sieht man jetzt nicht. Unten ist das Gebläse ins Originalgitter rein, aber halt auch nochmal einen Haufen Gewicht gespart und haben vorne halt einfach einen Schalter drauf gesetzt. Zack, zack. So, jetzt wird sich der eine oder andere natürlich fragen, hey, wie macht der das, wenn der in der Eifel fährt? Es ist Kackwetter, es regnet, die Frontscheibe beschlägt die ganze Zeit. Ist auch kein Problem, wir haben eine beheizte Frontscheibe eingebaut. Ist auch da unten ein Schalter, kannst du einschalten, geht die Frontscheibenheizung an. So wie es der Ford, glaube ich, haben das serienmäßig. Also wird die Frontscheibe beheizt und alles ist gut. Ansonsten Carbon-Fußraum-Matten oder Fußraumwannen, wie gehabt, kennt ihr schon, haben wir in vielen Autos drin, gibt es auch bei uns im Shop. In der Videobeschreibung ist der Link dazu. Türtafeln sind in dem Fall nicht aus Carbon, sondern aus Alublech, die hat sich der Kunde selber gebastelt. Da werden wir eventuell auch nochmal ein Upgrade auf Carbon machen. Ja, was fehlt dem Auto eigentlich noch? Eigentlich nichts, würde ich sagen. Wenn euch noch irgendwas einfällt, haut das einfach in die Kommentare unten rein. Ansonsten solltet ihr vielleicht den Kanal abonnieren, wenn euch solche Sachen interessieren. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass wir wahrscheinlich demnächst noch ein sehr, sehr cooles Video haben werden. Da geht es aber um Porsche. 997, Unterschiede zwischen GT2 und GT3. Ja? Was ist das bessere Auto? Hatten wir auch bei Instagram vor ein paar Wochen eine Umfrage, die ziemlich genau 50-50 ausgegangen ist. Sehr witzig. Genau, das werden wir euch noch zeigen. Also abonniert den Kanal und falls Motorsport irgendwann wieder möglich ist in Deutschland oder Europa und das wieder losgeht, nehmen wir euch natürlich auch gerne mit auf die ein oder andere Veranstaltung. Dann könnt ihr euch das auch nochmal auf YouTube reinziehen. So, ja, E87 Track Tool, ich finde es geil, weil der relativ geringes Gewicht hat. Wir sind unter 1300 Kilo. Ich glaube 1200 irgendwas hat das Ding. Müsst ihr nochmal nachgucken. Ist natürlich jetzt von der Leistung mit 265 PS nicht der Oberreißer, aber ich finde, man kann halt mit dem schön flüssig fahren. Ja? Wenn die Leute oder wenn ihr anfangt, viel Rennen oder ihr wollt anfangen, Rennstrecke zu fahren und holt euch ein M2 oder ein M4, irgendwas, was halt brachialst Leistung hat, ja, dann ist es scheißegal, wenn ihr den Kurveneingang, also nicht scheißegal, aber wenn ihr den Kurveneingang ein bisschen verkackt oder den Kurvenausgang oder ein bisschen rutscht und keinen Schwung mitnimmt, beim M4, fuck off, 680 Newtonmeter latsche ich drauf, habe ich so viel Drehmoment, der zoomt nach vorne. Bei so einer Karre, wo kein Drehmoment da ist und wenig Leistung, musst du halt extrem sauber fahren, viel Schwung mitnehmen und deshalb finde ich diese Autos eigentlich ganz cool. Deshalb ist die V4 wahrscheinlich auf dem Nürburgring, auch in der VLN so beliebt, weil du lernst halt sehr, sehr viel, kann man sehr viel Erfahrung sammeln, was einem später sehr viel helfen wird. Ja? Genau, E87, cooles Auto, schaut es euch an, Tobi zeigt euch Bilder.